Im Herzen Afrikas, zwischen Kamerun, Tschad, Niger und Nigeria, liegt der Tschadsee. Hier, vor 50 Jahren, war dieser See einer der größten des Kontinents. In den frühen 1960er Jahren umfasste er eine Fläche von 25.000 Quadratkilometern. Von den Flüssen der Region gespeist, beheimatet der Tschadsee eine Vielzahl an Pflanzen- und Tierarten. Einige davon sind weltweit einzigartig, wie etwa die Adax-Antilope oder die Kuriko. Auch für Zugvögel ist der See am Rande der Sahara von großer Bedeutung. Aber nicht nur für die Tierwelt, sondern auch für die Menschen in der Region ist der See lebenswichtig und unersetzlich. Fischer, Bauern, Viehzüchter und ihre Familien. Mehr als 30 Millionen Menschen leben von den Wasserressourcen. Der Tschadsee ist zugleich Mittelpunkt, wirtschaftlicher Anker und Brotkorb einer Region, die unter schwerer Armut leidet. Vor mehr als 50 Jahren wurde eine internationale Organisation, die Tschadsee-Becken-Kommission, ins Leben gerufen. Sie soll den See schützen. Doch trotz ihrer Bemühungen hat dieser 50 Jahre später mehr als 90% seiner Fläche eingebüßt und erstreckt sich nur noch über knapp 2500 Quadratkilometer. Wenn das Wasserniveau weiter in diesem Tempo sinkt, könnte der Tschadsee in 20 Jahren ausgetrocknet sein. Wie konnte es so weit kommen? Das Klima hat sich gewandelt, die Niederschläge sind zurückgegangen, Dürren treten häufiger auf. Aber vor allem menschliche Eingriffe haben das Austrocknen des Sees vorangetrieben. Die Bevölkerung rund um den See hat sich in den vergangenen 4 Jahrzehnten vervierfacht. Der Druck auf die Ressourcen ist kontinuierlich gewachsen. Fischerei und Viehzucht wurden unkontrolliert intensiviert und so die Belastung auf das Ökosystem erhöht. Überfischung, Überweidung, Entwaldung, Ansiedlung in Schutzgebieten sowie Boden- und Wasserverschmutzung. All diese Aktivitäten haben die Umwelt beeinträchtigt. Ökosysteme wurden zerstört und viele Tier- und Pflanzenarten sind verschwunden. Das Austrocknen des Sees würde katastrophale wirtschaftliche, soziale, humanitäre und sicherheitstechnische Folgen nach sich ziehen. Es ist ein Teufelskreis. Weniger Wasser bedeutet weniger Landwirtschaft, Fischerei und Viehzucht. Folglich gibt es weniger Nahrungsmittel, was die Ernährungssicherheit gefährdet. Weniger wirtschaftliche Aktivität zieht weniger Einkommen in einer bereits von Armut gegeißelten Region mit sich. Und damit erhöht sich die Gefahr von Unsicherheit und zunehmenden Spannungen in der Grenzregion. Leider gehört Gewalt mittlerweile schon zum Alltag der Einwohner des Tschadsee-Beckens. Welche Maßnahmen haben die Behörden der 4 Anrainerstaaten unternommen, um dies zu vermeiden? Die obersten Rechnungskontrollbehörden dieser Länder haben beschlossen, dies zu überprüfen. Die Aufgabe der obersten Rechnungskontrollbehörden ist, die ordnungsgemäße Verwendung öffentlicher Mittel sicherzustellen. Unter der Schirmherrschaft von AFROSAI, der afrikanischen Organisation der obersten Rechnungskontrollbehörden und mit Unterstützung der deutschen Entwicklungszusammenarbeit durch das Programm Good Financial Governance in Afrika, wurde eine große Umweltprüfung ins Leben gerufen. Die 4 obersten Rechnungskontrollbehörden haben untersucht, welche Maßnahmen die Länder und die Tschadsee-Becken-Kommission ergriffen haben, um den Schutz und die Erhaltung der Ressourcen des Sees zu sichern. Alle Ministerien und mit Wasserressourcenschutz beauftragte Regierungsstellen wurden geprüft. Ziel: die Wirksamkeit von Maßnahmen zur Steuerung und Überwachung der Wassernutzung und die Durchsetzung bestehender Fortschriften zu messen. Auch die Aktivitäten der Tschadsee-Becken-Kommission wurden überprüft, um herauszufinden, ob diese ihr Mandat wirksam erfüllt. Die gemeinsame Prüfung hat eine Reihe von Mängeln in den 4 Ländern aufgezeigt. Die Strategien der Länder sind nicht ausreichend auf eine nachhaltige Nutzung und den Schutz der Wasserressourcen ausgerichtet. Aufgaben und Verantwortungsbereiche der verschiedenen Akteure sind nicht klar definiert. Systeme für die Überwachung und Kontrolle versagen. Vorschriften und die entsprechenden Sanktionen werden unzureichend umgesetzt. Und die Tschadsee-Becken-Kommission erfüllt ihre Aufgabe als grenzüberschreitende Wasserbecken-Kommission nur zum Teil, da ihr Mandat unklar definiert ist
und ihre Mittel nicht optimal eingesetzt werden. In ihrem Bericht geben die vier obersten Rechnungskontrollbehörden Empfehlungen ab, um diese Probleme anzugehen. Die Botschaft ist klar: Alle Akteure und Nutzer der Ressourcen der Region müssen gemeinsam handeln, um ein Verschwinden des Sees zu verhindern. Auf regionaler Ebene muss das Mandat der Tschadsee-Becken-Kommission gestärkt werden, sodass diese ihre Koordinationsrolle voll wahrnehmen kann. Die Strategien und Finanzierungssysteme müssen überdacht werden, um eine nachhaltige Bewirtschaftung und den Schutz der natürlichen Ressourcen zu ermöglichen. Auf nationaler Ebene müssen die Regierungen und alle Beteiligten dem Tschadsee-Becken Priorität einräumen, um eine echte und wirksame Koordinierung zwischen allen Akteuren zu ermöglichen. Es müssen ausreichend Mittel für Regulierung, Kontrolle und Sensibilisierung mobilisiert werden. Auf Bürgerebene ist wichtig, dass sich jeder bewusst wird, welche Auswirkungen sein Handeln auf den See hat. Jeder Einzelne muss Verantwortung übernehmen und tun, was er kann, um Tag für Tag die natürlichen Ressourcen des Beckens zu schonen. Jeder Bürger ist ein Akteur des Wandels. Jeder kann dazu beitragen, die Situation zu ändern und Rat bei den zuständigen Behörden ersuchen, um seine negativen Auswirkungen auf die Umwelt in Grenzen zu halten. Gemeinsam müssen alle betroffenen Akteure auf all diesen Ebenen handeln, um die Ressourcen zu schützen. Nur durch entschiedenes, gemeinsames Handeln kann der Tschadsee gerettet werden.